schon so ein kleines Marketing-Opfer, ne? Wieso? Weil ich den kompletten Sunlight-Merch habe. Sunlight-Schlüpper? Hä? Sunlight-Schlüpper? Genau, Unterhose und Schuhe sind auch Sunlight. Ich habe auch ein Sunlight-Tattoo hier auf dem Bauch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Gümer TV. Ich bin's wieder, der Philipp. Hinter mir befinden sich jetzt mehrere Sunlight. Unter anderem auch der hier, der Cliff 640er als Adventure Edition. Den werden wir euch heute präsentieren. Der hat aber eine Besonderheit. Denn jemand, der sich mit Sunlight sehr gut auskennt oder vielleicht schon mal einen konfiguriert hat, beim Händler vielleicht auch bestellt hat, der wird wissen, dass diese Farbe, die wir hier haben, dieses Campovolo-Grau, die gibt es ja eigentlich nur bei den normalen Sunlights, also nicht den Rooftop-Grundrissen. Genauso wie das Lanzarote Grau, was wir hier neben mir haben. Und das ist jetzt eben auch die Sonderedition, denn das ist unsere eigene Gümer-Edition, die wir gemeinsam mit Sunlight gemacht haben, anlässlich unserer 30 Jahre Unternehmensgeschichte. Mittlerweile schon mehr als 30 Jahre, aber sei es drum. Und den präsentieren wir euch heute, denn der hat nämlich eine Besonderheit. Der hat nämlich innen drin Echtleder, das gucken wir uns an. Hat die komplette Adventure-Ausstattung und eben diese Farbe, die sonst nur bei den Rooftop-Grundrissen gibt. Und ein großer Vorteil, wir haben nicht einen Preisvorteil von ca. 4.500 Euro bei der Adventure Edition, aber dadurch, dass wir die Echtlederwohnwelt dabei haben, haben wir nochmal einen Preisvorteil bei dem Fahrzeug von ca. 5.000 oder 6.000, 5.000 bis 6.000 Euro, weil die dann auch ganz normal berechnet wird, wie eben die normale Wohnwelt, die wir bei der Adventure Edition dabei haben. Starten wir ins Video, gehen wir mal aufs Außendesign ein. Wir haben hier einen neuen Fiat Ducato 8. Kann man auch natürlich wieder am Kühlergrill erkennen und grundsätzlich auch hier das neue Sunlight-Logo, das natürlich schon mit eingestickt ist. Und ich bin hier auch komplett in voller Sunlight-Montur. Ich habe mich ein bisschen beschwatzen lassen von der Firma, aber auf jeden Fall gute Sachen, die wir da haben. Ihr könnt jetzt auch sehen, einerseits ist der Stoßfänger hier nicht lackiert und wir haben hier die anderen Alufelgen. Das heißt, wir haben hier ein Maxi-Chassis. Bei der Adventure Edition haben wir ja grundsätzlich immer einen 3,5 Tonner, aber hier eben auch auf Maxi-Chassis ist natürlich, was den Fahrkomfort angeht, nochmal ein deutliches Plus. Also heißt, anderes Fahrwerk, einfach ein bisschen entspannter, kann auch vor allem die hohen Lasten, die das Fahrzeug dann eben halt hat, auch noch ganz gut ausgleichen. Und ganz großer Vorteil, wir haben hier die Voll-LEDs drin, was ja eigentlich derzeit total schwierig ist zu bekommen aufgrund der Halbleitermangel, haben wir damals noch dazu bestellt, sind ja derzeit nicht mehr lieferbar, aber wir haben sie drin und wir kriegen demnächst auch einen Sunlight, der noch mit Easy Driving Paket bestätigt ist, also da sind wir auch mal gespannt mit dem adaptiven Tempomat. Wenn der da sein sollte, machen wir auf jeden Fall eine Probefahrt. Ja, da kann man es jetzt mal echt gut sehen, es macht schon was her, gerade die Voll-LED-Scheinwerfer, die natürlich eine richtige Strahlkraft haben. Es ist schon ein Unterschied zu normalen Halogenscheinwerfern, da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen und natürlich für das gewisse Extra, dann haben noch diese Dynamic Blinker, die damals, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hat die Audi mal eingeführt und mittlerweile gibt es auch viele Hersteller, die es nachmachen. Also saubere Sache, kostet circa mit den LED-Tagverlichtstreifen so um die 1200 Euro in der Sonderausstattung. Viel, viel geredet. Wir haben nämlich mit dem Fahrzeug was ganz, ganz Besonderes vor. Das wird nämlich eine Art Signature Edition, die wir bei Gümer machen. Das ist eine Art Projektfahrzeug. Das heißt, ihr seht das jetzt in dem fertigen Zustand, also in dem Basiszustand. Und wir werden natürlich dann auch ein Video drüber machen und auch Werkstatt-Einbau-Videos machen. Also das heißt, unbedingt auch jetzt schon mal ein Abo aktivieren, dass ihr das nicht verpasst. Wir werden da nämlich was richtig Cooles draus machen mit einer richtig starken Folierung. Also seid da echt gespannt. Aber deswegen wollte ich euch das Fahrzeug jetzt heute einfach mal im Basiszustand präsentieren. Auf der anderen Seite wollten wir natürlich auf die LED-Scheinwerfer eingehen, wo ich gesagt habe beim letzten Fiat 8er Video, dass ich die euch leider nicht zeigen kann. Aber bei dem Cliff waren sie eben damals schon bestellt. Das heißt, wir können sie euch heute im Video exklusiv präsentieren. Bevor wir jetzt zu den technischen Daten kommen und alles drum und dran und wir mal eine Runde ums Fahrzeug drehen. Jetzt erstmal für euch schöne Highlights und dann sehen wir uns gleich wieder. Da wir schon mitten im Winter sind, hat sich hier schon ein bisschen Schnee angesammelt. Ich mache hier mal frei
dass wir uns das Fahrzeug mal anschauen können. Grundpreis von der Gyma Edition, ähnlich wie bei der Adventure Edition, 50.699. Und wenn wir das Fahrzeug jetzt komplett voll ausstatten, landen wir bei ca. 65.000. Ich habe es mal gemacht im Konfigurator, also ich war bei 63.339. Ne? Dann kommt vielleicht noch das ein oder andere dazu, also das geht relativ fix. Bei dem Fahrzeug haben wir jetzt einen Gesamtpreis von 60.000. Ist für einen Campervan natürlich irre viel, natürlich auch für den Sunlight. Aber wir haben natürlich viel drin. Wir haben zum Beispiel, wie schon bei der Adventure Edition, die Markise, den Fahrradträger zweifach. Wir haben jetzt hier auch schon die Auflastung auf 3,5 Tonnen. In dem Fall jetzt bei unserem Fahrzeug auch das Maxi-Chassis. Wir haben Traction Plus. Ihr seht es ja, Abwassertank isoliert beheizt. Zweite Aufbaubatterie ist mit dabei, eine USB-Steckdose und ja auch natürlich in Verbindung mit Voll-LED und LED-Tagfahrlicht, was ja allein schon 1.500 Euro kostet, circa Ersatzrad, Multifunktionslenkrad, das Ganze drum und dran und natürlich jetzt auch die automatische Klimaanlage. Kommen wir dann aber alles nochmal drinnen dazu. Das Fahrzeug hat jetzt eine Zuladung, also 640er, 6,40 Meter lang, ich glaube, das brauche ich nicht mehr erwähnen, eine Zuladung von circa 450 Kilo. Wenn wir mit dem fertig sind, werden wir wahrscheinlich bei 350 Kilo circa liegen. Das heißt, wir haben dann nochmal gute 350 Kilo Zuladung. Für zwei Personen sollte das eigentlich ausreichend sein. Aber seid wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Da wird's nämlich echt eine, das wird nämlich echt eine coole Geschichte. Da bin ich fest davon überzeugt, dass ihr da auch Gefallen dran finden könnt. Gehen wir mal aufs Außendesign. Ich meine, beim Cliff 640er sind wir öfter schon mal drauf eingegangen. Natürlich hier durch das Maxi-Chassis haben wir hier einen veränderten Radkasten. Die Felgen finde ich eigentlich auch nicht schlecht, die sehen echt gut aus, auch mit dem gebürsten Aluminium. Was natürlich noch geiler aussieht, wären Offroad-Bereifungen. Vielleicht kommt da was oder eine Höherlegung, wer weiß, wir wissen es nicht. Also ich schon, aber ihr noch nicht. Und dann eben hier die klassische Sunlight-Beklebung, die wir kennen. Das Campo Volocrau, das kennen wir auch schon, haben wir schon mal vorgestellt. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Ausstellfenster haben wir beim Cliff. Und dann hier hinten, kleiner Warnblinker ist jetzt noch an, ich hoffe, das stört euch nicht. Haben wir jetzt auch nichts anderes, bis auf das Logo, was sich oben eben verändert hat, dass ich auch hier schön auf Jacke und Mütze trage. Also von daher kein verändertes Bild, nichts Besonderes jetzt zum Vorgängermodell. Hat sich ein bisschen was geändert, ein paar Kleinigkeiten. Aber ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und gehen mal ins Fahrzeug rein. Da bimmelt es noch ordentlich. Also vorne haben wir jetzt den Fiat 8er. Das Einzige, worauf ich jetzt bei dem Video eingehen möchte, wir haben nämlich ein komplettes Video über den Fiat 8 gemacht, das könnt ihr auch gerne auschecken. Was wir hier auf jeden Fall interessant haben, ist jetzt, dass wir bei Sunlight eben kein Navi von Fiat dazu bestellt haben oder das nicht geht, sondern ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, ein Multimedia-Paket nachzurüsten. Das wäre dann für den Falle Sunlight das X-Zent, das dann mit dem Fahrzeug mitgeliefert wird, was vom Händler dann auch eingebaut wird. Zur Echtleder-Wohnwelt, die wir jetzt hier haben, ne? Da kannst du mal hinfilmen. Auch mit Echtleder Alcantara. Das ist jetzt einfach nochmal eine Abart, sage ich mal. Also eine Sonderform von der kompletten Adventure-Wohnwelt. Denn die Adventure-Wohnwelt ist Kunstleder. Und da haben wir halt Echtleder. Ist halt von der Qualität her nochmal ein bisschen was Schöneres. Da muss man sich natürlich dann fragen, ob einem das dann auch wert ist. Ich meine, wir haben auch den Preisvorteil dadurch dann auch zustande bekommen. Was dann für unser Sondermodell dann, sage ich mal, auch eine coole Geschichte ist, weil sich ein bisschen abhebt von den normalen Cliffs, die dann so auf der Straße rumfahren. Hier oben dann unser Ablagefach, was wir kennen. Wir haben klassisch bei Sunlight immer auch Dachstauschrank, ja, natürlich. Auch jetzt hier der Tisch, der sich erweitern lässt. Ne? Dann suche ich jetzt gerade mal den Griff, ein bisschen rauszuschieben. Das kann ich dann auch nochmal so nach hinten klappen. Also kann ich die Tischfläche richtig schön erweitern. Ne? Den Sitz kann ich dann noch ein bisschen nach unten bringen und kann dann hier schön für vier Personen auch sitzen am Tisch. Das mache ich mal wieder rein. So, die Sitzbank teste ich mal aus. Denn wir haben hier eine Besonderheit. Darauf komme ich noch. Das hat euch der Giuseppe im Video vom 640er schon mal erwähnt. Oder schon mal gezeigt, der Bettumbau, der hier auch mit dabei ist. Josh, das kannst du auch gerne mal einblenden, dass ihr da oben dann einfach mal draufklicken könnt, wenn euch das interessiert. Den Tisch kann ich jetzt natürlich aushängen und kann ihn dann auch hier unten einsetzen in die Schiene, die wir hier unten haben. Ne? Und dazu komme ich gleich. Jetzt schaue ich mir, dass ich den wieder eingehängt bekomme.
Jawohl. Auf jeden Fall eine sehr bequeme Sitzbank. Mit dem Leder fühlt sich das auch sehr hochwertig an, was wir hier haben. Und wir haben hier unten drunter nochmal Staufächer. Also einmal hier, wo wir nochmal zusätzlich Schuhe und alles verstauen können. Und nochmal hier. Gleiches Spiel. Stauraum ist geboten. Da ist auch noch eine Heizungsentlüftung. Und ganz toll, oder beziehungsweise ganz vorteilhaft immer, dass die Heizung unter der Sitzbank ist. Das ist natürlich immer wichtig. Weil unterm Bett sorgt sie für zu viel Hitze, weil man ja im Bett dann ganz gerne ein bisschen kühler schläft. Da hinten ist jetzt sozusagen der Bettumbau, ja? Also dieses Brettlein, was wir in die Sitzbank einhängen. Aber wie gesagt, checkt da auf jeden Fall unser Video nochmal ab. Der Giuseppe hat es da ganz gut erklärt und aufgebaut. Und dann haben wir hierfür auch nochmal Zusatzpolster. Ist eine ganz coole Alternative zum RT-Grundriss, wenn uns das ein bisschen zu teuer ist. Auch die Lieferzeiten beim RT sind sehr, sehr schwierig. Dann kann ich das hier dazu bestellen und kann notfallmäßig mal jemanden mitnehmen und auch mal bei mir im Campervan schlafen lassen. Was natürlich der Nachteil ist, es verschlingt natürlich dann auch wieder ein bisschen Stauraum. Ja, unsere Küche, wir haben auf der linken Seite sehr viel Ablagefläche. Der Kühlschrank befindet sich hier. Auch 180 Grad zum Öffnen. Und dann natürlich unser klassischer Stauraum hier in der Küche. Wie gesagt, ich will euch einfach gerade nur so ein Update geben, wie das Fahrzeug jetzt aussieht, gerade außen. Und ich sag auch mal, was die Technik angeht, haben wir hier nämlich sehr viel interessante Sachen, die da noch reinkommen. Deswegen gehe ich jetzt ja auch ein bisschen oberflächlich ein. Wir haben ein Video zum 640er Adventure Edition schon mal sehr genau gemacht. Es war ein 21er Modelljahr, aber da könnt ihr gerne nochmal alles nachgucken, denn im Inneren vom Fahrzeug hat sich ja nicht viel geändert. Das ist sozusagen das Vorher-Video zum Nachher-Video, das dann danach kommt. Da haben wir hier nochmal Staukästen zusätzlich, ne, auch hier unsere Abwassertankheizung und unser typisches Zweiflamm-Kochfeld, Kombination mit der Spüle von Dometic. Eine Sache hat sich, oder eine Kleinigkeit hat sich hier drin geändert, nämlich der Griff ist neu geworden. Der ist jetzt ein bisschen ergonomischer. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt, da bin ich leidenschaftslos, muss ich sagen. Von der Dusche her, Josh, du kannst hier mal rumfilmen. Wir haben hier eine ganz schöne Ablagefläche beim Cliff. Na, hier. Sehr, sehr gut gemacht. Also da kann ich echt gut was ablegen. Habe auch eine richtige Fläche zur Verfügung. Die Stehhöhe ist jetzt natürlich hier wieder ein bisschen kritisch. Für mich zumindest 1,88er Größe, sage ich ja immer dazu. Also das heißt, ich müsste jetzt Schuhe ausziehen und den Holzlattenrost, der da unten drin ist, vielleicht noch ausmachen. Dann könnte es klappen. Aber auf jeden Fall müsste ich mich zum Duschen ein wenig bücken dann auch dementsprechend. Und wir haben hier auch kein Kombibad. Das Bad ist hier klein gehalten, um halt mehr Platz auf die Einzelbetten zu haben beim 640er Grundriss. Dafür haben wir den Vorhang. Was ich auf jeden Fall empfehle für jeden, der sich für den 640er interessiert, kauft euch auf jeden Fall auch gleich am Anfang noch die USB-Steckdosen dazu für die Schiene, die ihr habt. Da könnt ihr schön einklipsen und jederzeit euer Handy laden. Wir haben jetzt in dem Fahrzeug auch Einzelbetten da. Was der Vorteil natürlich ist, dass du mehr Liegefläche hast. Das findet ihr dann auch wieder in der Videobeschreibung, in den technischen Daten, was wir dann tatsächlich hier für eine Liegefläche haben. Ich glaube, es müssten 2 Meter, also hier an dem längeren Ende 2 Meter mal 1,80 Meter sein. Aber wie gesagt, das könnt ihr dann einfach nochmal nachlesen. Das ist jetzt unsere Technik, die wir derzeit haben. Wir haben hier die Truma iNet. Wir haben auch hier unser Shout-Bedienpanel, ne, wo ich alles nachprüfen kann. Und da wird nochmal das ein oder andere dazukommen. Wir haben jetzt hier auch noch keinen Fernseher und keine Sat-Anlage drin. Aber wie gesagt, da könnt ihr gespannt sein auf unser nächstes Video, was wir zum Cliff haben. Ihr dürft uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch interessiert, was ihr gerne sehen wollt. Weil wir natürlich auch planen, ein paar Einbauvideos da mit einzuspielen. Das wäre natürlich mal für uns interessant, was euch da interessiert. Dann können wir da auch dementsprechend eingehen. Und vor allem auch, was ihr denn glaubt, wie wir das Fahrzeug dann dementsprechend ausstatten würden. Vielleicht habt ihr da schon einen Clou oder was da schon alles reinkommt. Auf jeden Fall wird es gerade was Design angeht echt eine coole Geschichte werden. Bist kurz mit drauf. Echt jetzt? Ja, ja. Der Preis ist natürlich ein Wort vom Sunlight, also 60.000 ist natürlich sehr viel für einen Campervan, natürlich auch für einen Campervan im Entry-Segment. Aber trotzdem haben wir uns da nicht lumpen lassen, richtig viel Ausstattung reingepackt. Und ich meine jetzt, von der Isolierung ist es jetzt auch nichts anderes als ein
hochwertiger Campervan oder jemand, der sich im Premium-Segment ansiedelt. Auf jeden Fall dürft ihr uns gerne noch einen Daumen nach oben da lassen und seid gespannt auf die nächsten Videos. Deswegen unbedingt, ich habe es schon mal erwähnt, Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr es nicht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder und bis dann, tschüssi.